Wir brauchen eine Lala. Wir können das nicht los. Nur über die deutsche Grammatik labern. Aber was? Unsere Einfälle gefallen dir nicht. Du musst dir also selber was Besseres ausdenken. Hey, bleib locker, Leute. Gehen wir lieber heute Abend zusammen aus. Vielleicht in einen Club? Gehen Sie bitte nicht ab, wenn wir uns nur endlich etwas einfallen lassen, denn dann gehen wir sonst wohin. Welche deiner Ideen habe ich denn abgelehnt? Wann war das eigentlich genau? Na, gestern zum Beispiel. Ich habe vorgeschlagen, ein Video über die deutsche Küche zu machen. Ich habe aber diese Idee wirklich gemocht. Das hast du mir aber so nicht gesagt. Und was habe ich gesagt? Dass die deutsche Küche sich auf Würstchen beschränkt. Rämina, hör mal, was machst du morgen? Hast du vielleicht Lust, spazieren zu gehen? Ich kenne einen schönen Ort, an dem du vermutlich noch nie gewesen bist. Igor, hör jetzt bitte auf, abzulenken. Wir besprechen gerade ein Projekt. Ja, ich sehe, Igor, dass dir die Qualität unseres Projekts vollkommen egal ist. Du weißt nichts Rechtes vorzuschlagen. Deine Gedanken sind woanders, bei Liebessachen. Stimmt's? Okay, Kirill, sag mal, was ist die deutsche Sprache für dich? Lenk nicht vom Thema ab. Was hat das damit zu tun? Weißt du eigentlich, dass meine Vorfahren aus Deutschland stammen? Die deutsche Kultur ist mir deshalb sehr sympathisch. Mir ist etwas eingefallen. Kirill, träume nicht vor dich hin. Wie bitte? Warum? Ich träume nicht. Also, ich mag deutsche Musik. Rammstein, Liedtexte kenne ich noch aus der Schulzeit auswendig. Und deutsches Bier ist echt lecker, im Unterschied zu unserem. Und genau das ist die Idee. Man kann doch ein kurzes Video darüber drehen, was für uns die deutsche Sprache bedeutet. Wozu das Ganze? Das wird doch überhaupt niemanden interessieren. Kirill, deine Motivation ist auf der Strecke geblieben. Natürlich, wenn Deutschland für dich ausschließlich Rammstein und Bier ist, dann braucht man sich nicht zu wundern. Deutschland ist eigentlich eines der aussichtsreichsten Länder fürs weitere Studium und die Karriere. Und ich studiere Deutsch, um eine Familientradition fortzusetzen. Meine Großmutter unterrichtet Deutsch und mein Vater ist Historiker und Germanist. Und ich gehe nach Hause. Anja, morgen drehen wir. Wir ziehen unsere ganze Gruppe zusammen und so ergibt sich das Ganze. Mehr Demotivation. Ich muss wohl in die gleiche Richtung wie du. Darf ich mit? Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Also, hast du heute Abend frei? So, lasst uns die Rollen untereinander verteilen. Ich werde die Fragen stellen. Anja wird es mit der Kamera aufnehmen. Igor, du schießt die Fotos. Und Ramina wird schneiden. Wollen wir endlich beginnen? Leute, danke für euren Einsatz. Bald zeigen wir euch also unser neues Video. Komm schon, man muss das alles noch ganz schnell schneiden. Freunde, Ramina ist mit dem Schnitt fertig, den Stick habe ich. Los, gehen wir schnell das Video Maria Wladimirovna zeigen? Geil, nichts zu los. Maria Wladimirovna, wir sind gerade mit dem Video fertig geworden. Jetzt schon, das ging aber schnell. Darf ich es mir mal anschauen?
Also, wir haben allen in unserer Gruppe die Frage gestellt, was bedeutet für dich Deutschland? Das ist doch wichtig und interessant. Alona zum Beispiel... Kirill, erzähl doch nicht. Lass uns lieber gemeinsam das Video schauen. Ich träume seit langem von einem Auslandssemester. Das Austauschprogramm in Deutschland reizt mich am meisten, da die Fachprogramme gut sind und die Möglichkeit besteht, einen höheren Stipendiensatz zu bekommen. Ich studiere Wirtschaftsjournalistik und danach könnte ich mich auf Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland spezialisieren. Ganz klar, Fußball. Ich himmle die deutsche Nationalmannschaft an. Ich schwärme einfach für sie. Miss Südösil ist der Beste. Ich möchte einen Deutschen heiraten. Ich interessiere mich für die deutsche Literatur. Und Deutschland selbst ruft in mir Assoziationen wie die Theaterstücke von Schiller und Schwarzwälde Kirchstorte hervor. Das ist die Sprache der großen Dichter und Denker, der bedeutendsten Schriftsteller, Künstler und Komponisten. Die Sprache scheint mir so kernig und kraftvoll zu sein, so inhaltsvoll wie die Kultur Deutschlands insgesamt. Meine Lieben, ganz gut gemacht. Ich mag es. Wir könnten mit diesem Video am Media-Projekte-Wettbewerb teilnehmen. Man muss aber noch einen Begleittext verfassen. Wer will das machen? Ich kann das machen. Super, wir sind auf dem richtigen Weg. Ramina hat alles so hervorragend gemacht. Mir gefällt's sehr gut. Ja, das stimmt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Das Ergebnis hat allen sehr gefallen. Maria Wladimirovna hat gesagt, dass wir an dem Wettbewerb teilnehmen können. Kannst du mir helfen, einen Begleitbrief zu schreiben? Ich freue mich, aber ich werde leider nicht helfen können. Anja, ich habe eine Neuigkeit. Ich habe das Bewerbungsgespräch erfolgreich bestanden und die Praktikantenstelle bekommen. Wir werden es auch alleine schaffen. Mensch, wow. Meinst du die Praktikantenstelle in Deutschland? Für wie lange? Ja, ich reise schon diese Woche ab. Alle Formalitäten sind schon erledigt. Das ist ein Jahrespraktikum und ich werde zeitgleich studieren. Ich gratuliere dir. Danke. Ein ganzes Jahr. Das wird Egor das Herz brechen. Anja, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Könntest du Egor diesen Brief überreichen? Er weiß ja nicht, dass ich mich beworben habe. Vollendete Tatsachen. Lange Abschiede sind so gar nicht mein Ding. Gut, das tue ich. Mach Danke. Dir keine Sorgen. Das Wichtigste ist, dass du es geschafft hast. Und wo wirst du wohnen? Ach, weißt du, ich habe schon Bilder vom Studentenwohnheim gesehen. Sehr nett. Und es ist nicht weit vom Stadtzentrum. Ich habe schon so viel vor. Ich habe einen Newsletter von allen Museen bestellt. Dazu möchte ich in Konzerte gehen. Und von der Universität werden auch Ausflüge organisiert. Eine schöne Möglichkeit, sich nebenbei noch das Land anzusehen. Glossar zum Video. Wollen wir endlich beginnen? Давайте уже начнем. Wir brauchen einen Knaller. Нам нужна сенсация. Mir ist etwas eingefallen. У меня идея. Träume nicht vor dich hin. Не витай в облаках. Du bist mit deinen Gedanken woanders. Твои мысли сейчас в другом месте. Bleibt locker, Leute. Ребят, расслабьтесь. Lenk sie bitte nicht ab. Не отвлекай их. Wenn sie sich nur endlich etwas einfallen lassen. Пусть уже придумывают хоть что-нибудь.
Hör jetzt bitte auf. Прекрати, пожалуйста. Хватит. Meine Vorfahren stammen aus Deutschland. Мои предки родом из Германии. Im Unterschied zu unserem Bier. В отличие от нашего пива. Fotos schießen. Фотографировать. Wozu das Ganze? Зачем это нужно? Die deutsche Kultur ist mir sehr sympathisch. Мне очень симпатична немецкая культура. Eine Familientradition fortsetzen. Продолжить семейную традицию. Sich auf Würstchen beschränken. Ограничиваться сосисками. Es ist der Wurst. Es ist dir vollkommen egal. Тебе абсолютно все равно. Lenk uns nicht vom Thema ab. Не отвлекай нас от темы. Wir sind auf dem richtigen Weg. Мы на правильном пути. Nichts wie los. Пойдем уже, побежали. Sonst wohin. Куда угодно. Ich muss in die gleiche Richtung wie du. Нам с тобой в одну сторону. Deine Motivation ist auf der Strecke geblieben. Deine Motivation ist weg. У тебя пропала мотивация. Man braucht sich darüber nicht zu wundern. Чему тут удивляться? Er ist spitze. Он крут. Assoziationen hervorrufen. Вызывать ассоциации. Danke für eure Teilnahme. Спасибо за ваше участие.